Genau, dann es geht jetzt weiter mit dem nächsten Vortrag, den wird Professor Martin Wikelski halten vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolfzell. Und er wird dazu sprechen, was Tiere und ihre Bewegungen uns für wertvolle Daten liefern können, zum Beispiel über Naturkatastrophen. Im Projekt Icarus sammeln er und sein Team nämlich Big Data von Wildtieren. Also, Herr Wikelski, bitteschön, viel Spaß. Ja, herzlichen Dank. Was ich hier darstelle, ist das, was wirklich vom DLR über die letzten 10 Jahre gefördert worden ist. Dieses Projekt wird es nicht geben ohne die Förderung vom DLR, natürlich auch Max Planck, aber vor allem DLR. Deswegen ganz herzlichen Dank an die, die es hier gemacht haben. Das Internet der Tiere ist etwas, das, nicht auf, das wir nicht erfunden haben, das haben die Editoren der Zeitschrift Nature erfunden, die darüber geschrieben haben. Was denn das sein könnte, wenn man intelligente Sensoren zusammenschaltet? Wir haben super intelligente Sensoren, nämlich die Tiere draußen, und wenn wir ein Netzwerk schaffen, haben wir emergente neue Messeigenschaften, und damit haben wir im Prinzip eine neue Qualität eines Erdbeobachtungssystems in situ, und zum Beispiel können unsere Tauben diese ganzen Messungen von den lokalen Windgeschwindigkeiten locker machen. Einfach 50 Tauben in der Stadt und dann geht das. Das machen wir zum Beispiel auch mit den Kollegen dann am Atto an dem Tower in Amazonien. Aber jetzt, warum brauchen wir so ein Internet der Tiere? Wie funktioniert das und was ist die Zukunft? Das würde ich heute gern kurz erwähnen. Warum wir es brauchen? Wir haben unglaubliche Conservation-Probleme. Wir brauchen bessere Erdbeobachtung, auch im Global Change System. Und zwar genau dort, wo die meisten Leute nicht messen. Da gehen nämlich die Tiere auch hin. Wir haben große Probleme, das ist heutzutage braucht keine Erklärung mehr. Vor 4, 5 Jahren haben wir immer noch gesagt, ja, es könnte Pandemien geben, jetzt ist es jedem klar. Disaster Forecast, da haben wir relativ gute Daten, dass wir da mit Tieren Vorhersagen machen können, verbessern können, also nicht alleine, aber natürlich mit den anderen Systemen zusammen. Und wir haben unglaublich wichtige Ökosystemdienstleistungen, es sind Trilliarden pro Jahr, die über Tiere, zum Beispiel auch über Pollination, über Bestäubung geleistet werden. Bloß ein paar Beispiele. Naturschutz, wir haben einen massiven Biodiversitätsverlust. Wir haben hier in Bonn das IPBES, den Weltbiodiversitätsrat. Wo gehen 420 Millionen Vögel verloren? In Europa weiß keiner bisher. Dafür brauchen wir in ein paar Jahren hoffentlich das GRACE Eye, GRACE und Icarus zusammen. Wir sind dabei, auch ein neues System zu etablieren, wie wir zusammen mit unseren Kollegen, zum Beispiel aus Hannover oder vom GFZ, den Gravitationsleuten messen und Daten zusammenbringen aus der Physik und der Biologie. Hier haben wir zum Beispiel jetzt die letzten 20 Jahre der GRACE-Daten, der Wasserveränderung auf der Welt, zusammengefasst mit den Daten, die wir bereits über Tierwanderungen haben. Hier gibt es super interessante Ansätze, wie wir diese Daten zusammenbringen können, wie wir die einen mit den anderen informieren. Das läuft gerade. Wir können aber zum Beispiel schon mal zeigen, in Nordindien, Pakistan, wo unsere Jungfernkraniche wandern von der Mongolei, dass die dort genau diese Wasserverfügbarkeiten anzeigen. Krankheitsausbreitungen, ich habe schon gesagt, mit den ganzen Krankheiten will keiner was zu tun haben. Das kommt aber auf uns zu. One Health ist ein Riesenthema, auch in der Politik, in der internationalen Politik. Wir müssen verstehen, wie die Interaktion von Wildtier, Nutztier und Mensch funktioniert, und nur dann können wir Pandemien verhindern. Desaster, klar, überall auf der Welt, auch da, wo eben keine Messgeräte sind, sind Tiere, ganz wichtig. Und die Ökosystemdienstleistungen, vor allem auch in Ländern des globalen Südens, wo jetzt die großen Banksysteme, Schweizer Bank, die Deutsche Bank, die Rückversicherer, über 50 Jahre Systeme einrichten wollen, die uns erlauben, den Leuten dort erlauben, Geld zu verdienen damit, dass die Tiere schützen, weil sie damit das Habitat schützen und damit wirklich die Natur schützen. Und so können 0,1% dieses Geldes, das die Banken haben, darauf verwendet, das wollen die, die Natur langfristig schützen und damit auch die Renten in 50 Jahren sichern. Also die haben verstanden, um was es hier geht, langfristig. Wie funktioniert es? Wir brauchen Biotelemetry, wir brauchen IoT, Internet der Dinge, Kommunikation, das ist Icarus, was das DLR etabliert hat mit uns zusammen. Wir haben das auf der ISS gehabt, wir brauchen jetzt, dadurch, dass wir eben jetzt keine ISS-Daten mehr bekommen wegen Russland, für die Übergangszeit Mikrosatelliten, um diese Systeme weiter auszubauen, weiter zu testen und dann eben ein vernünftiges, großes System, GRACE Eye, das jetzt gerade in der Phase A ist.
Biotelemetrie läuft so, dass man eben auf Tieren kleine Sender mitlaufen, mitfliegen hat. Man kann damit, wenn man Beschleunigung misst, auch das Verhalten der Tiere messen. Man hat AI auf diesen Sendern und kann dann qualifizieren, was macht dieses Tier gerade. Wir haben dann ein ganz großes System erstmal etabliert, weil wir nicht gewusst haben, wie IoT Ground to Space überhaupt geht. Keiner wusste es bis dazu, zu diesem Zeitpunkt. Auf der ISS war ein ziemlich langfristiges System, aber eben dann ab März keine Daten mehr. Erstmal eine riesen Antenne von SpaceTech gebaut. Im Prinzip ein System, wo sozusagen ein Datenstaubsauger über die Erde geht und diese hocheffizienten Tags dann nur 1,5 Sekunden Zeit haben, um die Daten hochzuschicken. Die Tags sind klein, können massenproduziert werden, sind damit super billig und können auch eben in den Ländern des globalen Südens von zum Beispiel den Banken dann an die Leute ausgegeben werden. Was wichtig ist, ist, dass wir hier in Deutschland Weltmeister sind auf diesem Gebiet. Die Ingenieure, Kommunikationsingenieure haben eben diese Icarus-Wellenform als Random Access Very Low Power Wide Area Network etabliert. Die ist weit effizienter als alles, was es sonst gibt und erlaubt damit eben wirklich diese Kommunikation von autonomen kleinen Sensoren weltweit. Wir haben dafür jetzt gerade die Talos Space gegründet, die diese Idee dann auch wirklich in die Zukunft trägt. Das sind 9 Gründer, die jetzt gerade vor ein paar Wochen sich zusammengeschlossen haben, um sowas dann weiterzuführen. Was wir auch machen, das ist jetzt von gestern von der Bits and Pretzels in München, wo der Arnold Schwarzenegger neulich auch war. Wir haben jetzt ein System, wie wir mit Kleinsatelliten arbeiten können. Das heißt, wir können Icarus von Kleinsatelliten machen, natürlich längst nicht so gut wie jetzt von der ISS, aber, oder von GraceEye später mal, aber es erlaubt uns, diese Entwicklung weiterzuführen. GraceEye ist ein System, das dringend notwendig wäre, um wirklich dann diese Biodiversitätsmessungen weltweit zu machen. Vor allem auch deswegen, weil wir jetzt in unserem Fachbereich zumindest diese ursprüngliche Idee von Insight Precedes Application bei Max Planck umdrehen und sagen, ja, ist gut, aber so wie es die Robotiker machen, dass sie sagen, wir müssen einen Roboter bauen, um zu zeigen, kann dieses Ding wirklich das, was wir uns ausgedacht haben. Und genauso brauchen wir das in der Ökologie. Wenn es draußen nicht funktioniert, dann haben wir offensichtlich nicht verstanden, wie die Gesetzmäßigkeiten laufen. Und das ist ganz wichtig für unseren gesamten Fachbereich, für die gesamte globale Ökologie, aber eben auch dafür, dass wir davon lernen. Und lernen können wir davon, weil wir jetzt weltweit Daten haben. Wir haben ein Netzwerk aufgebaut, Movebank, das wirklich Milliarden von Daten hat und jeden Tag kommen Hunderte von Millionen dazu. Wir haben also ein Netzwerk von Tieren, die um die Welt fliegen, die diese Daten schicken, die Umweltdaten schicken, die untereinander kommunizieren und uns sagen, was ist da draußen wirklich los. Das ist ein ganzes Ökosystem, wo aus inzwischen ungefähr 1200 Tierarten, das ist eine ganze Menge, Daten in diese Datenbank reinfließen und dann wieder zu den Leuten raus, die vor Ort arbeiten, aber eben auch mit Umweltdaten verknüpft werden oder eben in die Öffentlichkeit. Wie gesagt, weit über 1000 Tierarten, Milliarden von Datenpunkten. Hier einfach mal so Adler im Alpenbereich. Da ist alles bedeckt. Wir haben 10.000 Tiere, die täglich in die Movebank reinfüttern. Es muss natürlich mehr werden. Denken wir 100.000 ist mal erstmal eine gute Zahl, aber wir wachsen ziemlich. Und die Leute können das draußen auch sehen. Überall auf der Welt sind diese Daten. Und was wir machen können, ist eben dann wirklich Fragen beantworten, wie zum Beispiel Interaktionen von Tieren in der Anthropause. Was machen Menschen überhaupt in der Anthropause? Wie beeinflussen menschliche Bewegungen die Tiere, die Natur in der Anthropause? Wie kommen Krankheiten, zum Beispiel vom Poyang Lake, die Vogelgrippe, zu uns? Hier können wir Körpertemperatur der Enten messen und damit voraussagen, wann diese Krankheiten bei uns auftreten. Schweinegrippe, wir können innerhalb von 3 Stunden inzwischen beim infizierten Schwein messen, hier beim Viremieschwein, ob das Schweinepest hat. Es ist unfassbar, dass man sowas inzwischen machen kann, remote, und das geht auf der ganzen Welt. Hier die ersten Icarus-Daten. Wenn man sich zum Beispiel mal die Kuckuck-Daten anschaut, Kuckucke vom Kamtschatka treffen die Kuckucke von Dänemark, Schweden, in Angola oder in Südafrika. Also ein globales Netzwerk und hier nur eine Art. Wie gesagt, wir haben ja 1000 oder 2000 Arten hier. Amseln, die quer durch Europa ziehen, oder Gänse,
die mit ihren hochauflösenden Messgeräten geeichten Messgeräten über den ganzen Planeten ziehen, wo wir überall auf dieser Welt messen können. Oder eben Insekten, die zum Beispiel jetzt mit diesen kleinen Sendern fliegen. Im Moment können wir die nur lokal beobachten, aber in Zukunft eben hoffentlich über diese Systeme, die jetzt neu kommen, globale Beobachtungssysteme. GRACE-EYE wäre so ein System, das eben jetzt gerade in der Phase A ist und wo wir hoffen, dass das dann ab 28 als neues System in der Welt etabliert wird, wo wir dann eben auch so ganz kleine Tiere messen können, die für uns wahnsinnig wichtig sind weltweit. Dankeschön. Vielen Dank für diesen Vortrag. Bleiben Sie noch kurz auf der Bühne, falls es Fragen gibt. Gibt es denn welche? Vielleicht habe ich sie jetzt umsonst zurückgerufen. Ja, das Mikrofon kommt hoffentlich da zu Ihnen. Ja, herzlichen Dank für den schönen Vortrag. Als Atmosphärenforscher finde ich es natürlich klasse, dass gerade in der unteren Atmosphäre so viele Daten erhoben werden. Welche Umweltdaten genau können denn jetzt schon erfasst werden und werden auch systematisch erfasst? Windgeschwindigkeit, Turbulenz, also Mikroturbulenz, Thermik, also vertikale Veränderungen in der Luftbewegung. Wir können CO2 messen, NOx messen. Also es ist im Prinzip kein, wenn es einen Sensor gibt, kann es gemessen werden. Und benutzen Wetterdienste schon diese Daten? Wir sind jetzt dabei, die ersten einzuspeisen. Das hat eine Zeit gedauert, bis wir auch so viele haben. Wir sind aber jetzt zum Beispiel auch mit dem deutschen Brieftaubenzüchterverband dabei. Das ist ja jetzt ein Weltkulturerbe geworden. Die ganzen Brieftauben, da sind täglich Tausende von Brieftauben, fliegen durch Deutschland. Und die können alle lokal Messungen durchführen, die dann genau für das gebraucht werden. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Ja. Da kommt das Mikrofon dieser Seite, genau, das ist nicht praktischer. Achso, Laptop abstellen, klappt noch, ja. Ein Moment vielleicht noch, bis das Mikrofon läuft. Jetzt. GRACE ist eine gravitationsmessende Mission und das EYE macht tierbasierte Messungen. Wo besteht die Synergie? Die Synergie besteht darin, dass wir die abgeleiteten Daten von der Gravitation, also die Wasserdaten, Wasserveränderung, was ja eigentlich das Wichtigste für das ganze Leben auf der Erde ist, dann mit den Tierdaten zusammenbringen. Und wir glauben, dass wir durch die Tierdaten eine bessere Auflösung haben, aber natürlich die GRACE-Daten brauchen, um das Gesamtsystem zu verstehen. Also wir gehen davon aus, wie eigentlich in allen Systemen, je mehr Messungen da sind, auch wenn sie ungenau sind für sich, wenn man sie zusammennimmt, ist das Gesamtsystem bei Weitem besser, vor allem wenn es eine unterschiedliche Qualität von Daten ist. Und dafür muss man das auf einem System machen? Muss man nicht, aber wie wir in Baden-Württemberg sagen würden, es ist ein Schnäppchen. Es ist günstig. Also es funktioniert perfekt, weil vor allem, weil wir diese beiden Satelliten haben, mit denen wir genau wissen, wo sie stehen, Inverse Positioning machen können, unten die, mit den Daten AI, wo sie gerade sitzen und damit Systeme hinkriegen, die uns erlauben, mit den Sendern mehr als 10-mal besser zu werden, also kleiner zu werden und damit eben Insektenschwärme, zum Beispiel die Wanderheuschrecken uns anzuschauen. Und das sind die Zonen, wo auf der Welt jedes Jahr, also immer noch einer von 10 Personen wird jedes Jahr von Wanderheuschrecken massiv beeinflusst. Das sind die Zonen, wo Leute auswandern, nach Europa kommen. Also das hängt alles zusammen natürlich, aber dafür brauchen wir GRACE-EYE. Herr Weitscher, Sie haben noch eine Frage? Ja, vielen Dank, hier noch 1000 Fragen, aber eine Citizen Science Data kam jetzt bei Ihnen gar nicht vor. Berücksichtigen Sie das oder spielt das keine Rolle? Ja, ganz wichtig. Wir haben 350.000 Leute, die die App hernehmen. Wir kriegen von den Leuten diese Daten zurückgespielt. Also was sehen die draußen? Was passiert den Tieren draußen? Ist für uns ganz wichtig, weil wir damit ein Feedback haben, also nochmal eine Bestätigung dessen, was wir an den Sensoren sehen.
Und natürlich, wir können dann auch Leute rausschicken und sagen, holt uns zum Beispiel diese Datenlogger. Also wir haben jetzt gerade, oder nächstes Jahr wollen wir alle Störche, Jungstörche besendern mit elektronischen Lackbands, die einfach nur wie ein Ring dran sitzen. Geht heutzutage mit IoT, ist kein Thema mehr. Und damit werden von diesen 15.000 Jungstörchen 10.000 sterben. Wir können dann aber die Leute rausschicken, so wie in Biocaching, oder Geocaching, Biocaching, die lieben das, gehen raus, holen diese Sender und haben dann alle Daten, die wir auf dem Sender haben, zu uns zurückgeschickt und nicht nur die, die übertragen werden können. Also solche Sachen laufen und natürlich in Gegenden, wo wir normalerweise nicht hinkommen, können wir auch die Leute mit den Tieren dann zusammenbringen. Vielen Dank.